Ja, David Pissot heute, Rückkehr an die Bremer Brücke, 0-0 habt ihr gespielt. Deiner Meinung nach, gerechtes 0-0 oder? Ja, ich denke, unterm Strich können wir dann ganz zufrieden sein mit dem 0-0. Erste Halbzeit war Osnabrück schon überlegen, haben ja, mehr Aggressivität an den Tag gelegt. Und zweite Halbzeit haben wir dann besser ins Spiel gefunden, haben dann auch die eine oder andere gute Konterchance gehabt, wo wir ja, nicht konsequent ausspielen, wo dann vielleicht mehr rauskommen muss. Aber unterm Strich muss man sagen, mit dem 0-0 können wir zufrieden sein, nehmen wir mit. Und ja, jetzt kommt schon am Samstag das nächste Spiel in Halle und da wollen wir dann natürlich auch was mitnehmen. Wir müssen auch über deine Rückkehr sprechen. Ja, wie hast du es erlebt? Kommst du gerne, oder? Ja, natürlich. Ich habe mich gefreut auf das Spiel. Ist natürlich ja, was Besonderes gewesen, 4 Jahre hier gewesen. Und ja, habe mich gefreut auf das Spiel, auf das Stadion, auf die Spieler, auf die ja, Verantwortlichen. Und deshalb denke ich, bin ich zufrieden, dass wir heute das mitgenommen haben. Natürlich hätte ich gerne heute 3 Punkte mitgenommen, aber Osnabrück hat es heute auch wirklich gut gemacht, haben gut mitgespielt und ja, wünsche dir natürlich alles Gute noch den Osnabrückern in der Saison und hoffe, dass wir uns auch oft sehen. Verfolgst du das Geschehen noch so? Hast du noch Kontakt auch zu einigen Spielern? Ich habe noch zu einigen Spielern Kontakt, ja. Vor allem mit Kim verstehe ich mich sehr gut und verfolgt es natürlich auch Woche für Woche, was der VfL so macht. Ist natürlich klar, dass man so die Ex-Vereine auch beobachtet und verfolgt und ja, freue mich natürlich auch immer, wenn sie gewinnen. Außer heute soll es nicht so sein. Und von dem her können beide Seiten zufrieden sein. Aber ihr habt es nicht vorher abgemacht? Nein, wir haben es nicht ausgemacht. ja, ist ja klar. Beide Seiten wollten gewinnen. Und, ja, aber alles gut.